Willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Im letzten Part haben wir die versteckte Klinge bekommen. Sehr cool. Und wir haben unseren Feind hier gesichtet und jetzt sagen Wir wir. haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. Drei Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netafall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Späher erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Was mir nicht gefällt, ist, dass der eine Typ hier bleibt. Das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, ich traue dir irgendwie. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Ich traue den beiden irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso. Ist einfach so ein Gefühl. Es ist einfach so ein. Es ist einfach so ein Gefühl, ich weiß nicht. Ich kann nicht genau sagen. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Aber. Krieger! Renngier! Als ich fort war, ist das Segel! Dieser frostigen Küste und mich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes Schwein im Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier bin ich, rechtzeitig, um mit jenen, die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Heute entreißen wir Kjötvi Netafall. Heute Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen. Doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben. Habt ihr das Feuer? Ich kenne diese Inseln am besten, Wolfsmal. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor, wie habe ich dich an meiner Seite vermisst. Wie sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar. Habt ihr links oben auf dem Berg vorhin das Feuer gesehen? Das war ein Signalfeuer, würde ich mal sagen. Das heißt, die wissen, dass wir kommen. Na, herzlichen Glückwunsch. Das Horn wird auch schon geblasen. Hey! Das hört sich... Da soll ich anlegen, würde ich mal sagen. Macht euch bereit! Ich darf hier nicht erwischt werden. Zerstört alles! Plündert und brandschatzt! Lasst alle die Kinder! Zerstört alles! Plündert und brandschatzt! Lasst alle, die Kjötvi täuschen, unseren kalten Stahl spüren! Zuerst mit einer Fackel. So, kann ich werfen. Ich bin nicht mehr gewillt.
Alter! Gute Beute! Da kommen Schiffe! Ach du Scheiße, ich gehe in den Turm. Ich verzieh mich im Turm. Tschüss. Komm hoch hier. Darf ich nicht. Ich soll da runter. Ich wollte mich im Turm verschanzen, okay. Das darf ich anscheinend nicht. Was kommt jetzt für eine Katastrophe? Grüße, Rabenclan! Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr? Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des weisen Königs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Wir haben dasselbe Ziel. Wir brauchen die Männer nicht. Was hast du davon? Aber na komm, wir machen mal nicht direkt den. Ein jeder, der Kjötvis Herrschaft beenden will, ist mein Freund. Wir danken dir, König Harald. Dein Vertrauen wird sich auszahlen. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrikstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Du bist König? Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Was? Eivor, hilf uns hier mal! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Ja, dieser Krieg vielleicht. Dieser Krieg vielleicht, aber... Aber ich habe so ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Da stimmt doch irgendwas nicht. Eieieiei. Ah. Wenn wir uns hier im Dorf ein bisschen umgucken. Abgeschlossen. Ja, Quest abgeschlossen. Wo sind wir eigentlich? Ja. Ah, wir sind doch hier. Toll, hier liegt jetzt noch was. Komme ich jetzt aber so nicht hin.
Mist. Naja. Fahre ich da jetzt mit dem Langschiff runter? Ach, machen wir ein andermal. Dann werden wir jetzt mal mit ihm reden. Okay, die machen Blödsinn. Was siehst du da? Da ist das Boot. Ah, er ist oben im Turm. Okay. Da stehen die beiden. Du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Oh yeah. Ist es das, was du willst? Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Los. Heute nun muss meine Klinge das Werk von Skulds scharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Krieger Skalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Eivor, auf ein Wort. Basim, Heitam. Diese Fehde ist nicht die eure, doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Heitam ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Heitam, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen, doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Hoffen wir, dass er stirbt und nicht wir. Sigurd Hurensohn, du schleichst um meine Mauern wie ein Dieb in der Nacht. Stell dich mir! Du kämpfst mit mir, Kjötvi. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie man Rabe dein Herz frisst. Sieh mal an! Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmann, um sich an mir zu versuchen. Dies ist meines Vaters Schande. Ich hole die Ehre zurück, die ihr verlor.
Ich fordere zum Holmgang! Hier! Gegen den Eidbrecher! Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolf. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat. Thor, gib mir Stärke! Ich hab mein Leben zerstört! Nun nehme ich deins! Du bist so schwach, wie dein Vater ist, Thor! Blutliese! Ich brauche keine Waffe für dich! Du solltest tanzen und nicht kämpfen! Alter! Steh auf, Eivor. Odin? Heute ist nicht dein Todestag. Warum stirbst du nicht einfach? Wir sind nicht allein, Kjötvi. Der Allvater sieht zu. Ach, dann brauchen wir jetzt doch eine Axt. Die Schlinge wird dein Blut trinken. Dein Fleisch wird meine Wölfe nehmen. Okay. Oh, ich konnte nicht mehr ausweichen. Hallo! So komme ich besser weg. Ich habe ein Ass für jeden von euch, ja. Ich habe keinen Pfeil mehr. Die Augen ausgedrückt. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Okay. Ich hatte keine Ausdauer mehr, glaube ich. Eieiei, vielleicht hätte ich das besser blocken sollen. Na, mal gucken, ob wir nochmal von vorne machen oder ob wir in der Arena unten weiterkämpfen. Schauen wir mal. Na, wir kämpfen hier weiter. Ja, ich habe ja keine Pfeile mehr. Schändlicher Trick, Wolfsmann. Du bist das Kind deines Vaters. Aber mit das Ausweichen ist auch wieder so eine Sache. Ich rate mir dein Herz. Ah, meine. Der Sack. Glaubt's ja wohl nicht. Ach, Arsch. Nein! Okay, ich habe ein Problem. Die Q-Taste zum Blocken, die klemmt ein bisschen. Muss ich aufpassen. Sonst kann... die bleibt immer... hängen. Ja, jetzt natürlich nicht. Ja. Gut, wir müssen aber unten in der Arena ein bisschen vorsichtiger sein. Schändlicher Trick, Wolfsmal. Du bist das Kind deines Vaters. Ja, schon wieder keine Ausdauer. Ey.
Keine Ausdauer, komm. Hat der sogar getroffen? Wow, geht doch. Was verlangst du von mir? Erhältst deinen Lohn, Wolfsmal, und den Ruhm meines Todes. Schmelztiegel eures Untergangs! Dein Vater ist tot, Gorm! Seine Schuld getilgt! Öffne die Tore, du wirst verschont! Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal! Bogenschützen zielen! Raben! Zeig keine Gnade! Bogenschützen! Oha! Feuer! Okay, so geht's nicht. Warte mal, hat doch eine Leiter gestellt. Danke. Ah, Köcher ist wieder voll. So, komm, weg von hier. Yeah.
So. Okay, die sind mir ein bisschen hart da oben. Der Schweiß der Schlacht. So. Das Tor soll ich aufmachen. Ich habe einen Pfeil im Fuß. Darüber. Aua. Führe meine Hand. Ja. Was war denn das jetzt für einer? Naja, wollte ich schon sagen, das war's für heute. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich sage erstmal bis dahin und ciao.